Alibaba ist die größte Handelsplattform in Asien. Jeder, der irgendwas produzieren lassen möchte in China, der geht zwangsläufig zu Alibaba. Aber ist das der richtige Weg oder sollte man vielleicht auch außerhalb von Alibaba sourcen? Die Antwort nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier bei AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China, den Import in die Europäische Union, den Handel auf Marktplätzen wie Amazon, eBay und natürlich auch im eigenen Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist, dann abonnierst du jetzt den Kanal, drückst die Glocke, damit du informiert bist, sobald ein neues Video online geht. Und heute besprechen wir eine wirklich wichtige Frage. Ist Alibaba eigentlich die richtige Plattform, damit ich meine Produkte in China source, oder bin ich völlig falsch unterwegs? Weil die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Jetzt, wo alle Händler, die in irgendeiner Form was produzieren lassen möchten, in China oder in Asien oder wo auch immer, die rennen gleich zu Alibaba und gucken, ob sie da das richtige Produkt finden. Aber gibt es nicht auch noch andere Plattformen, wo man sourcen kann? Weil wenn alle auf Alibaba sind und alle Fabriken sind auf Alibaba, ist es denn nicht irgendwie klar, dass die Fabriken, sobald Alibaba-Anfragen kommen, gleich einen ganz anderen Preis nehmen, also viel, viel höher, weil sie ja wissen, naja, hier sind ja sowieso alle Händler und hier können wir den Preis diktieren, weil Alibaba ist unser Spielplatz und nicht der Spielplatz von den Händlern. Dazu muss ich eins sagen. Nein, das ist nicht so. Weil dadurch, dass alle Händler auf Alibaba sind, gibt es da natürlich auch einen enormen Preisdruck und der Markt ist absolut transparent. Stell dir das einfach so vor wie bei Amazon. Wenn du deine Produkte auf Amazon verkaufst und du hast Wettbewerb in deiner Nische, dann bist du maximal transparent, weil der Kunde, der auf Amazon unterwegs ist, der kann ganz einfach deine Produkte vergleichen. Und dabei ist es völlig egal, ob deine Knoblauchpresse, ob deine Powerbank ein anderes Label drauf hat oder nicht. Der Kunde ist nicht deppert. Der Kunde weiß, das ist die gleiche Powerbank, die gleiche Knoblauchpresse, bloß mit einem anderen Namen drauf. Das heißt, er kann schon sehr gut vergleichen. Und das Gleiche passiert nämlich auch auf Alibaba. Alle Käufer, ja, die auf Alibaba irgendwie sourcen, die wissen doch, dass das alles das gleiche Zeugs ist und oftmals sogar von der gleichen Fabrik kommt. Was tun denn die Fabriken, wenn man mal ehrlich ist? Die Fabriken kaufen ihre Rohstoffe, haben da Handelssitten sitzen an der Fertigungslinie, die die Sachen zusammenschrauben. Ja, das ist kein großes Kung-Fu. Und deswegen ist die Qualität immer gleich, die Produkte sehen immer gleich aus. Und am Ende des Tages ist es das gleiche Produkt. Und daher ist eine Fabrik, die auf Alibaba handelt, maximal transparent. Und die kann sich nicht leisten, zu hohe Preise zu nehmen, weil sie glauben, oh, der Kunde, der kommt ja so auf Alibaba und den kann ich meinen Preis schon diktieren. Dem ist nicht so. Und dann gibt es noch die Alibaba-Absicherung. Auf der einen Seite überprüft Alibaba alle Händler, die auf ihrer Plattform listen, ob die tatsächlich auch real sind, ob alle zumindest Grundvoraussetzungen erfüllt sind, um überhaupt Handel zu betreiben. Also eine Exportlizenz, eine Businesslizenz und so weiter und so fort. Und ohne dem kommt man gar nicht auf Alibaba drauf. Und dann natürlich auch noch, dass Alibaba für den Händler, für die Fabrik eben nicht besonders günstig ist. Die Fabrik muss schon ordentlich was bezahlen im Monat beziehungsweise im Jahr. Also alle, die auf Alibaba sind, die meinen es ernst, die wollen wirklich ernste Geschäfte machen. Also Betrüger eher weniger. Und dann gibt es natürlich für jeden Käufer, der auf Alibaba Handel treiben möchte, die Möglichkeit, die Bestellung abzusichern über die sogenannte Alibaba Assurance. Hierzu habe ich schon Videos erstellt, da hat sich auch nicht so viel verändert, deswegen kann man sich auch die älteren Dinger von mir anschauen. Also eine Menge Vorteile auf Alibaba. Aber was ist jetzt mit anderen Plattformen? Ja, macht es denn auch Sinn, auf anderen Plattformen zu handeln? Vielleicht, weil ich da als etwas kleinerer Kunde ernster genommen werde? Es gibt Global Source, ist ähnlich wie Alibaba. Einige Sachen sind anders, die anderen sind gleich. Das heißt, da hat man im Prinzip auch die gleichen Händler. Ja, die gleichen Händler, aber nicht mehr Händler, weil wer auf Alibaba nicht gelistet ist, der hat auf dem internationalen Parkett nichts zu suchen. Ja, der ist international nicht existent. Okay, international ist das Stichwort. Dann suche ich eben auf dem Domestic Market, also auf dem Inlandsmarkt. Weil Fabriken, die auf dem Inlandsmarkt produzieren, müssen ja eigentlich viel, viel günstiger sein. Und das stimmt. Ja, das ist so. Wir haben es getestet. Ja, bei AMZ Pro haben wir uns mal dann mit den inländischen Herstellern rumgeschlagen, also die eigentlich nur Erfahrung haben mit ihren Produkten, die sie innerhalb von China verkaufen. Lächerlich günstig, sage ich euch. Wirklich super günstig, macht richtig Spaß, ja, da die Powerbank für 2,50 Euro einzukaufen. Aber du kannst sie einkaufen.
Aber du kannst sie weder importieren in die Europäische Union, noch kannst du sie rechtsgültig verkaufen, weil die Dinger sind das allerletzte. Und das ist wirklich bei allen Produkten, die wir gesehen haben in China, die im inländischen Markt vertrieben werden, so, dass die Qualität nicht für den europäischen Markt benutzbar oder verkaufbar ist. Entweder ist die Qualität zu schlecht oder du darfst es schlichtweg nicht, weil sie nicht den Reglementierungen entsprechen. Klar, jetzt gehst du da hin und sagst, ja, aber ich weiß ja, was an Reglementierung wichtig ist. Ich gehe zu der Fabrik und sag dem, was ich brauche. Also welchen Qualitätsstandard ich habe, ja, welche Testing ich brauche, ja, welche Zertifikate ich von der Fabrik brauche. Das kannst du machen. Das würde sogar theoretisch funktionieren. Aber bis du diesen Weg gegangen bist, dem Hersteller beizubringen, wie Produkte für die Europäische Union auszusehen haben, sind 12 Monate im Land. Ich weiß nicht, ob du so lange warten kannst. Ich nicht. Und dann bist du der Erste, für den die Fabrik etwas produziert in einer Qualität, die sie wahrscheinlich vorher noch nie produziert haben. Ich weiß nicht, ob du gerne Patient Nummer 1 sein möchtest. Ich nicht, weil ich weiß genau, was mich erwartet. Viele Kommunikation, viel Diskussion. Am Ende des Tages bekommst du im ersten Schritt nicht das, was du erwartest. Und das Beste kommt zum Schluss. Wenn du alle Reglementierungen einhalten willst, dann wird der Preis auch bei den inländischen Fabriken so exorbitant steigen, dass du hättest gleich bei Alibaba bleiben können. Und da hättest du gleich Profis gehabt, die genau gewusst hätten, wie sie es produzieren müssen, die genau wissen, wie sie verschiffen müssen, die eine Exportlizenz haben. Die Englisch sprechen, da geht es nämlich dann auch meistens schon los. Ja, inländische Fabriken sprechen zum größten Teil nicht mal Englisch. Und da hast du dann richtig Spaß an der ganzen Geschichte. So, das heißt also alle, die sagen, auf Alibaba will ich nichts forsten, weil da sind mir zu viele Haie im Teich. Ja, ich gehe lieber auf den Domestic Market. Viel Spaß, wirklich viel Spaß dabei. Nach einem halben Jahr kommt ihr zurück mit der blutigen Nase und geht trotzdem wieder auf Alibaba suchen, damit ihr eine Fabrik findet, die das herstellen kann, was ihr erwartet in der Qualität, die ihr benötigt. Mit allen Tests, die erwartet werden in der Europäischen Union, damit ihr nicht direkt und ohne über loszugehen in den Knast wandert. Deswegen bitte immer daran denken, Alibaba ist nach wie vor die erste Anlaufstelle. Alibaba oder auch Global Source oder irgendwelche professionellen Plattformen, wo man wirklich auch internationale Hersteller finden kann, beziehungsweise die internationale Erfahrung haben. Weil niemand, gerade der in den ersten Schritten ist, seine Produktion in China auszulagern, möchte mit Anfängerfabriken arbeiten, weil der Weg ist viel zu kompliziert. Da kannst du dir besser gleich direkt selbst eine Firma in China eröffnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich wissen, wie ihr ihre Produkte sourced, wie eure Erfahrungen sind. Falls ihr Erfahrungen habt auf dem ausländischen bzw. auf dem chinesischen Inlandsmarkt, unten in den Kommentaren. Sonst Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr informiert seid, wenn ein neues Video online geht. Und ich empfehle mich. Macht's gut. Ciao.